Orientierung beurteilen kann. Wenigstens weiß man ja nicht, wie er im Raum steht. Das ist also so ein Zwischenpunkt, den er anfährt. Achso, er macht erstmal seine Mätzchen hier, ja, das Ding cool. Das wäre die erste Achse. Okay. Fährt er mal hin und her. Dann kommt die zweite. Die dritte Achse. Mhm. Das hat mit dem Koordinatensystem mhm. nichts zu tun. Das sind ja die Gelenk. Die Gelenkachsen, ne? Mhm. Vierte. Ja, das ist die dritte. Eins, zwei, drei. Doch, vierte ist schon die Hand. Genau. Fünf. Genau. Und dann kann er sich die Hand nochmal drehen, genau. Genau. Sechs. Sechs. Ja. So, jetzt ist er wieder in der Ausgangsposition. Jetzt zeigt er nochmal alle Bewegungen zusammen. Jetzt, Greifer auf und zu. Und jetzt holt er sich das Koordinatenmodell. Fährt dann diese Stellung und führt nun die verschiedenen Bewegungsarten aus. Also erstmal bewegt er sich in Richtung der X-Achse, geht recht langsam und wenig. Da hinten ist die X-Achsrichtung zu sehen. Ja, also es fällt ihm nicht ganz leicht, da nach hinten zu fahren. So muss sich das untergestellt drehen. Also vor ist er gefahren, wieder zum Ausgangspunkt und dann zurück. Und jetzt geht es in Y-Richtung. Ja. Ja, und er muss ja den Punkt oben immer an der Stelle halten. Nicht? Und das Koordinatenmodell muss immer in der Orientierung bleiben. Ist also nicht so ganz einfach. Bewegungen X und Y. Fährt jetzt wieder zurück, dann kommt die Z-Achse dran. Z ist blau, nach oben. Wieder zurück und dann nach unten. Hat er dieses Programm durch. Ich denke, wir sind mindestens eine Woche damit zu tun, damit man weiß, dass man sofort da weiß, mit welcher Achse wo man drehen will. Also diesen Komfort können wir Ihnen leider nicht bieten. Das später in Betrieb dann wird. Ja, also Sie können hier den prinzipiellen Umgang mit dem Gerät lernen und auch eine gewisse Fertigkeit erreichen. Es ist ja auch nicht der einzige Versuch. Nee. Ja, und dann müssen Sie eben sehen, dass Sie so viel wie möglich mitkriegen. Wenn Sie mit einem anderen Roboter arbeiten, wird es ein bisschen anders sein, aber nicht grundlegend. Also man kann sich da dann überall einarbeiten. Und tschüss. So, das hat also jetzt wieder geschlafen.